Du hast sicherlich früher auch beim Einkaufen mit deinen Eltern irgendetwas gesehen, wo du dir dachtest, boah, das muss ich probieren, und es hieß einfach nur nein. Ich leiste heute Aufarbeitungsarbeit und wir probieren ab jetzt Snacks oder Süßigkeiten, die uns in der Kindheit untersagt wurden. Toasties habe ich damals, als sie neu waren, in der Fernsehwerbung gesehen und ich war so, wow, Mama! Nee, Marek, so ein Schwachsinn. So ein Schnitzel einfach in Toaster zu werfen, ist schon ein bisschen komisch. Aber sich jeden Tag diese Wienerwürstchen aus der Plastikverpackung reinzuhauen, das war nie ein Problem. Ich sag euch eins, ne? Nach dem Feiern so ein Toasty, geisteskrank. Bis heute habe ich absolut keine Ahnung, wo genau das Problem jetzt war, aber diesen Käse zum Abziehen. Ich bin auf jeden Fall noch nie probiert. Und was ist das denn? Als Kind hätte ich das bestimmt ganz lustig gefunden, aber viel verpasst habe ich jetzt auch nicht. Babybel war eigentlich kein Problem bei mir, bei vielen von euch auf Instagram aber schon. Ich habe als Kind natürlich immer mit dieser roten Wachsverpackung gespielt und geknetet. Boah, schon geil. Irgendwann habe ich mich da mal fett auf eins von diesen Teilen draufgesetzt und unser ganzes damaliges Auto vollgeschmiert. Das war dann auch erstmal der letzte Babybel für mich. Was war bei euch damals verboten? Schreibt's in die Kommentare.